Geil! Geil! Servus Leute, heute ist es endlich soweit. Das Pitbike ist endlich da. Wie es wahrscheinlich einige schon in der Story gesehen haben, ist es nach 3 oder ich glaube fast 4 Monaten Warten seit der Bestellung endlich da. Ich bin mega happy, also wirklich mega, mega happy. Magnus Sainz ist auch da, das werde ich ihm nächste Woche hinfahren und da werden wir direkt noch was dran umbauen. Der ist jetzt leider noch im Urlaub, sonst wäre er heute bestimmt auch schon dabei. Wir machen das jetzt hier direkt fertig. Es braucht eigentlich nur noch Sprit, Batterie muss angeklemmt werden, dann hauen wir noch einen neuen Lenker drauf. Den hatte ich schon bestellt, dass der ein bisschen höher kommt, ein bisschen breiter und neue Griffe. Ich bin mir bloß noch nicht sicher, ob die Griffe überhaupt passen, aber das werden wir dann gleich sehen. Dann geht es auch schon an unsere kleine eigene Strecke. Der Marc hat da zum Glück ein kleines Waldstück, was er zur Verfügung stellt, beziehungsweise wo er mit drauf fährt, weil er hat auch ein Pitbike bestellt, was ich mega, mega geil finde. Die groben Umrisse von der Strecke kann man schon erkennen. Ein paar Anlieger hat er schon hingebaut, hat da schon echt ein bisschen Zeit rein investiert. Heute wird es richtig eingefahren, deswegen machen wir heute noch nicht zu viel, nur hier die Basics. Wir haben schon ein paar andere Teile geordert, aber das kommt dann erst nächste Woche. Heute soll wirklich erstmal die Strecke eingefahren werden. Bin echt gespannt, wie sich es fahren lässt, mit der Standardfederung jetzt noch. Ob es schon durchschlägt, aber ich glaube, so schwer bin ich ja nicht und ich hoffe einfach, dass es funktioniert. Und ja, deswegen beeile ich mich jetzt noch ein bisschen, mache alles fertig, dass wir direkt an die Strecke können. Auch wenn das Wetter echt komplett scheiße ist, also es ist eigentlich die ganze Zeit am Regnen, aber ich glaube, so viel Vorfreude, wie ich hier drauf habe, kann mich heute nicht mehr das Wetter stoppen. Die Hülse vom Gaskopf hat wie erwartet nicht gepasst. Das ist etwas scheiße. Jetzt fahre ich halt hier mit einem besonderen Style rum, nennen wir es mal so. Muss ich mal gucken, ob ich mir die Tage da einen Adapter baue oder mir eine Hülse anfertige, dass das doch passt. Ich denke mir, das wird auch ganz cool aussehen und dann hat man hier auch einen Griff in der vollen Größe. Und ich höre gerade draußen, es wieder anfängt zu regnen. Also perfekt. Jetzt noch Sprit rein, Batterie einklemmen und dann können wir die das erste Mal anlassen. Weil die ist nämlich noch gar nicht gelaufen. Eine gestern haben wir mal angemacht, aber hier die ist quasi noch jungfräulich. Jo, Batterie ist angeschlossen. Getankt ist jetzt auch. Hier leuchtet es auch schon. Schauen wir mal. Das war ja easy. Jo, dann wird jetzt also eingeladen, dann geht's direkt an die Strecke. Ah! So hoch. Echt jetzt? Wir sind an der Strecke angekommen. Das Pitbike läuft schon ein bisschen vor sich hin, dass es ein bisschen eingefahren wird. Weil ich schätze mal, so lang werde ich hier nicht langsam fahren. Haben schon ein bisschen was zum Arbeiten besorgt. Da vorne steht auch irgendwo die kleine Rüttelplatte. Hier könnt ihr schon so zwei kleine Spuren erkennen. Klar, das ist jetzt wieder voll mit Laub, deswegen erkennt man es nicht ganz. Dann geht es quasi hier hinter, sind so zwei kleine Doubles. Und da hinten geht es in den Wald rein, in die Schlänge. Jetzt alles nur etwas grob zu erkennen. Deswegen werden wir jetzt hier alles frei machen, die Spuren mal richtig festmachen. Dann kann es gleich hoffentlich schon losgehen. Hallo, erste Probefahrt der zwei Doppel. Der zwei Doppel, wahrscheinlich der zwei Doppel. Mal schauen, ob es funktioniert. Ne? Lichtverhältnisse on point hier im Wald. Wir haben jetzt 2 Uhr und man sieht einfach kaum noch was. Ich hoffe, das sieht auf der GoPro nicht allzu beschissen aus. Oh,
Ich hoffe, die Lichtverhältnisse passen einigermaßen. Wir haben einen neuen Sprung gebaut. Das sieht auf der GoPro natürlich wieder mega klein aus, ist aber in echt ziemlich spitz und geht hier zwischen den zwei Bäumen lang. Landung ist dann hier, quasi die Außenlinie, da wird gelandet. Hier der Innenanleger. Da Kevin nicht da ist, muss ich leider die Sprünge versuchen. Aber das wird schon gut gehen. Kann ja eigentlich gar nichts schief gehen. Warte, das ist so schön. Dann sehen wir vielleicht den Ast da oben, der da absteht, mal weghauen. Das hier ist so geil. Also der Sprung geht, aber danach kommt man wohl nicht mehr um die Kurve, wie man es hier sieht. War ich einfach zu schlecht. Ich würde sagen, da müssen wir die Landung ein bisschen weiter nach hinten verlegen, dass man hier besser um die Kurve kommt. Weil die Kurve nach oben verschieben geht leider nicht. Aber fühlt sich eigentlich ganz gut an. Ein bisschen sketchy da vorne um die Kurve vom Baum, aber sonst top. Ich bin hinten fast eben über die Scheiße gekäst. Ja, hatte ich auch. So, genug Strecke gebaut für heute. Jetzt wird noch ein bisschen die letzten Sonnenstrahlen genossen, es hat nämlich aufgehört zu regnen. Ich zeige euch noch ein bisschen die Strecke. So, hier haben wir einmal den Sprung, den wir vorhin schon gesehen haben. Da haben wir die Landung ein bisschen nach hinten geschoben, dass man hier besser landen kann. Ja, die innere Line ist noch ein bisschen cooler geworden, lässt sich jetzt besser fahren. Ich habe ihn jetzt noch nicht Probe gesprungen, das machen wir gleich direkt mal live im Video und testen das. Ich hoffe, dass die Lichtverhältnisse noch einigermaßen passen und ich hoffe einfach, dass die 9er GoPro das auch mit dem Ton auf die Kette bekommt. Wenn nicht, wäre ziemlich scheiße. Ich rede jetzt einfach noch ein bisschen lauter. Ja, dann geht's hier weiter. Bisschen engeres Geschlängel durch die Bäume. Ist momentan ein bisschen tricky wegen den nassen Wurzeln. So, hier einmal 180 Grad Kehre. Hier wieder schwer durch die Bäume durch. Hier ein richtiger Anlieger. Hier noch ein bisschen tricky. Dein Table. Moin! So, hier in die zwei Spuren. Einmal die äußere Linie, dann die innere. Die äußere hat hier zwei Double, die richtig geil zu fahren sind. Ja, und hier den muss ich gleich testen. Naja, jetzt habt ihr die Strecke einmal gesehen. Mir macht sie schon mega viel Laune. Ich denke mal, wenn hier noch die zweite Linie reinkommt, wird das nochmal ein bisschen geiler, vor allem wenn wir da mit mehreren Mopeds fahren. Und ja, ich hoffe, der Ton war jetzt einigermaßen gut. Ich habe das Mikro nicht angesteckt, aber das Pitbike ist so leise, da sollte die GoPro das hinbekommen. Ja, dann fahren wir eine Runde. Boah, Alter, die Wurzeln.
gerade über meine Technik beschwert. Denkt dran, ich habe keine oder sehr, sehr wenig Erfahrung im Motocross. Bisher auf jeden Fall keine gute Erfahrung. Außer Squadfahren. Sonst Motorrad eigentlich nur auf der Straße. Deswegen, also ich versuche einfach so, so schnell zu fahren, wie ich kann. Und ja, für die Technik muss mir dann Kevin mal ein bisschen Schulung geben. Aber ich glaube, das brauchst du ja im Pitbike eh nicht so. Mal die innere Linie. Ah, nach außen. So, jetzt senden wir. Geil. Geil. Alter. Das ist viel, viel besser geworden als vorhin. Ah, ah, Alter. Ah. Schön Knie gegen Lenker gewichst. Ah, und genau oben in den Knieschoner rein. Alter. Alter, macht das Laune. Danke fürs Bauen, ey. Hast du da eben hinten gelacht, Junge? Jo, ich würde sagen, der Sprung ist auf jeden Fall jetzt gelungen. Also mega geil. Okay, eben bin ich einmal zu kurz gesprungen. Aber macht einfach Laune. Das Pitbike, wirklich am ersten Tag, hat sich schon jeder Cent gelohnt. Ich bin das ja bei Kevin Probe gefahren und da war eigentlich direkt klar, dass ich auch sowas brauche. Da haben wir uns ja jetzt auch mit 3 bzw. 4 Mann so eins bestellt. Und ja, das Ziel ist halt einfach, hier sowas Cooles zu haben, wo man im Sommer mit den Jungs oder jetzt auch im Winter mit den Jungs ein bisschen cruisen kann, ein bisschen rumfahren, einfach ein bisschen Spaß haben. Das ist halt das Einzige, worum es geht. Klar, es ist viel Geld für so ein Pitbike, aber da wird man auch wesentlich mehr Spaß damit. Und ja, es ist einfach geil, es macht wirklich so viel Spaß. Und da ich halt wirklich null Erfahrung Offroad habe, ist es schon mal so ein kleiner Teaser. Wer weiß, vielleicht kommt ja irgendwann nochmal ein Moped. Alles fürs Video. Ich bin damit raus.